So, dann setzen wir in der Tagesordnung fort. 14.8 mit integrierter Bildungsplanung die Situation von Kindern in benachteiligten Stadtteilen nachhaltig verbessern. Ein Antrag der SPD-Fraktion, die auch gleichzeitig einen Ersetzungsantrag vorgelegt hat. Und vielleicht können wir das ja in Kombination einbringen. Frau Frohwieser, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste im Stream, ich würde mich selbstverständlich darauf konzentrieren. Vielleicht hören auch noch ein paar mehr Menschen zu, den Ersetzungsantrag einzubringen. Der hat insgesamt in der Tat 5 Seiten. Ich versuche es trotzdem in 5 Minuten, möchte aber noch 3 Worte vorweg stellen und vielleicht reicht am Ende dann auch ein kurzes Schlusswort. Ganz grundsätzlich, wenn wir als Stadt eine Stadt der Bildung sein wollen, vielleicht sogar eine City of Science and Innovation, dann müssen wir kommunale Bildungsplanung ernst nehmen. Und das ist eben mehr als Schulgebäude, Kita-Fachplan und Jugendhilfeangebot. Das ist auch gar keine neue Erfindung. Schon 2005 im 12. Kinder- und Jugendbericht, also vor 17 Jahren, wurde gefordert, kommunale Bildungsplanung zum festen Bestandteil der Diskussion um lokale Bildungsangebote zu machen. Bildung verstehen wir dabei lebensphasenübergreifend und institutionenübergreifend. Bildung ist heute eben nicht mehr die 8-jährige Volksschule, in der man Lesen, Schreiben, Religion und Rechnen lernt. Und deshalb ist es auch unehrlich, wenn wir hier öfters Diskussionen führen, als könnte man komplexe Herausforderungen mit ganz einfachen Lösungen bearbeiten. Und das ist die Herausforderung für eine Verwaltung wie in der Stadt Dresden, zu diesem Verständnis passt eben kein, wie die Wirtschaftswissenschaftler sagen würden, Silo-Denken. Herr Kaden, den ich gerade nicht sehe, wir hatten kürzlich ein Gespräch zu diesem Thema, sondern dazu braucht man Verwaltungsstrukturen, die über Geschäftsbereiche und Ämter und Abteilungen miteinander in einer kollaborativen Kultur arbeiten und eben am Ende Unterschiedliches so verbinden, dass eine ganzheitliche kommunale Bildungslandschaft entsteht. In dem Ersetzungsantrag, den wir nach den Beratungen vor allen Dingen in den Beiräten, dort gab es sehr, sehr viele Anregungen, für die ich mich ganz ausdrücklich auch bedanken will. In den Ausschüssen wurde dann oft einfach abgelehnt mit dem Argument, der Antrag sei zu komplex. Stellvertretend möchte ich nur Herrn Robel aus dem Beirat für Menschen mit Behinderung nennen, der zahlreiche Anregungen zum Thema einfache Sprache gemacht haben. Frau Wendt, die aus dem Beirat für gesunde Städte ein intensives Gespräch mit mir zum Thema Schule und Gesundheit dann nochmal geführt hat. Wir haben auch für die CDU-Fraktion, die das Thema, auch wenn sie abgelehnt hat, Digitalisierung immer betont hat, mit aufgenommen. Die Grünen haben zum Beispiel das Thema Fachkräfteprinzip nochmal angesprochen. Das alles haben wir aufgenommen, um den Antrag insgesamt nochmal kurz zu erläutern. Der besteht aus 3 Teilen. Teil 1 des Antrages greift einfach nochmal Beschlüsse, die der Stadtrat schon getroffen hat, zu seinem Grundverständnis, was Bildung angeht, auf, die die Grundvoraussetzungen eben auch für diesen Antrag insgesamt sind. Der Teil 2, da geht es eben genau um die, jetzt ist auch Herr Kaden wieder da, beschriebene Organisationsentwicklung, die der Oberbürgermeister eben ermöglichen soll, weil eben im Moment die Verwaltung noch viel zu sehr in Silos arbeitet, auch wenn Anfänge da durchaus gemacht sind. Wir haben ja aktuell gerade in der Beratung die neue Vorlage, die federführend ja auch vom Bildungsbüro bearbeitet worden ist, zur Weiterentwicklung der Bildungsstrategie, die da schon sehr gute Ansätze hat. Aber zum Beispiel macht eben auch noch immer jeder Bereich, wir hatten gestern die Diskussion bei einem Antrag dazu, seine eigene Sozialraumanalyse. Und im 3. Teil geht es dann um ganz konkrete Punkte. Das ist tatsächlich eine Auswahl. Da haben wir dann auch noch mal ein bisschen nach den Beratungen in den Beiräten Projekte auch verändert. Das sind bestehende Projekte, bei denen wir sagen, da sollen bitte auch mal Berichte dann dem Stadtrat vorgelegt werden, damit wir dann auch entscheiden können, was wir weiterverfolgen können. Wir haben zum Beispiel aufgenommen, dass der Bildungsbeirat mit weiteren Akteurinnen und Akteuren aus der Stadtgesellschaft zum Thema Bildungsgerechtigkeit arbeiten soll, dass die Handlungsstrategie Schulsekretariate an Schulen, die ja angekündigt worden ist, dass die in Arbeit seit dem Stadtrat dann auch mal zu einer Entscheidung vorgelegt wird, damit man eben entsprechend auch Schulsekretariate zum Beispiel in Haushaltsberatung ausstatten kann.
Es braucht ganz dringend Überlegungen, natürlich gemeinsam mit dem Freistaat, wie man das Landesprojekt Sprach- und Integrationsmittlerinnen fortsetzen kann. Wir haben ganz, ganz viele Projekte, die ich jetzt mal unter dem Stichwort Bewegungsmangel zusammenfassen würde. Es ist ja ein Thema, was in den letzten 2 Jahren für Kinder und Jugendliche noch mal deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Da wäre es wichtig, auch zu einer ganzheitlichen Strategie zu kommen. Und zum Beispiel das ja lange schon angekündigte Fachkonzept Digitalisierung sollte jetzt dann auch endlich mal den Stadtrat erreichen. Auch das fordern wir mit diesem Antrag ein. Und als letztes vielleicht noch mal zur Klarstellung, weil auch das in den Beratungen immer wieder vorgebracht wurde. All das, was in diesem Antrag steht, erwartet niemand von der Verwaltung, dass sie das alles jetzt sofort gleichzeitig macht. Das ist klar, wenn man eine Organisationsentwicklung betreibt, dass die dauert. Aber wir als Stadtrat sind ja dafür da, den Rahmen vorzugeben, die Zielsetzungen zu benennen, wohin gearbeitet werden soll. Genau das bezweckt unser Antrag und deswegen freuen wir uns über Zustimmung. Vielen Dank. Soweit zur Einbringung. Gehen wir in die Fraktionsrunde. FDP, Herr Fischer. Lieber Herr Oberbürgermeister, ich bin froh, dass ich Sie nicht vertreten muss. Meine Damen und Herren, ich hatte so gehofft, dass dieser Antrag von Frau Frohwieser eigentlich zurückgezogen wird von ihr selbst. Sie hat doch gar nicht viel Zuspruch gefunden in den Ausschüssen. Aber lassen Sie mich noch ein paar Worte dazu sagen. Gestern ist ja eigentlich eine Bombe explodiert. Also nicht die, die in Friedrichstadt, die ist entschärft, aber hier ist ja was passiert. Erinnern Sie sich, was hier los war gestern? Mir war so schlecht, dass... Und dann kommt danach gleich so die Themen, also totale Weltuntergangsstimmung, Armageddon, die Totalverarmung der Dresdner Bevölkerung, die armen Kinder und alle... Also das war fürchterlich schlimm. Ich habe mich nie richtig erholt davon und muss nun reden und wieder so ein Thema. Dazwischen immer was Technisches zum Ablenken und dann wieder so ein blödes Thema. Liebe Frau Frohwieser, ich schieße Sie heute mal richtig an. Gestern haben Sie noch gesagt, die Stadtverwaltung soll nicht überfordert werden. Und dann wurde auch über Märchen gesprochen. Aber Ihr Titel allein von dem Antrag, das ist doch eine Katastrophe. Liebes Publikum, das würden Sie nie verstehen, wenn ich das jetzt spreche hier. Mit integriert. Das ist irgendwie ist das bei Frau Frohwieser vielleicht in einer persönlichen Stressphase, hat sie vielleicht was verwechselt und sie hatte einen Versuch unternommen, vielleicht auch an der Uni, in der Mäusestunde, ein global verwertbares Konzept aufzustellen. Global, weltumspannend. Aber das taugt nichts für Dresden. Viel zu umfangreich, viel zu allgemein. Sie hat ja vorhin schon abgeschwächt, es soll ja nicht gleich gearbeitet werden. Aber die Stadtverwaltung wird ohnmächtig, wenn sie das alles liest. Bei dem Wust von Sätzen wird einfach der Blick getrübt. Man will bewusst nicht sehen, was wir schon alles für benachteiligte Stadtteile getan haben und was wir noch vorhaben. Ich erinnere mich an die Diskussion mit Herrn Kieslinge zum Unterausschuss über das kommunale Bildungskonzept. Da werden wir uns noch fetzen, auch im Jugendhilfeausschuss. Darauf freue ich mich schon. Aber wir machen doch schon so viel. Und dann dieser gegliederte Antrag von Frau Frohwieser in Teil A, B, nee, erstmal A, Chancengleichheit und Ressourcensteuerung klingt zubi. Dann in Unterpunkt OB wird beauftragt, Projekte, Konzepte, Analyse, Planung, unzählige Stellung. Ey Leute, das ist doch Wahnsinn. Machen wir weiter, was wir bisher Gutes tun. Unsere Stadt ist schön und wir sind doch schon immer dabei, die besten Bedingungen zu schaffen. Vielen Dank. Wird Dissidenten das Wort gewünscht? Ich glaube, nie ist keiner da. Bündnis 90 Die Grünen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann AfD, Herr Pinkert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum von Herrn Fischer, die Rede war wirklich herzerfrischend. Deswegen, ich muss auch mal wirklich loben und dann für das Publikum da draußen, ich lese den Satz mal vor, also die Überschrift mit integrierter Bildungsplanung die Situation von Kindern in benachteiligten Stadtteilen nachhaltig verbessern, damit alle Kinder in ganz Dresden eine gute Bildung erfahren. Ja, ich verstehe den Satz auch, aber der ist für eine Überschrift, für einen Antrag sehr lang geworden, ja, Frau Filiosene.
Und grundsätzlich sind wir auch für gute Bildung und wir sind auch grundsätzlich für kostenlose Bildung. Jedoch ist dieser Antrag, der aus 5 Seiten und 2 Seiten Erläuterung besteht, ein bürokratisches Monster. Wie der Herr Fischer schon gesagt hat, es werden auch Dinge beschrieben, die schon in gleicher oder ähnlicher Form vorhanden sind. Ja? Es wird ein riesiger Personalaufwand hier hinten dranhängen an diesem ganzen Antrag, wenn der umgesetzt wird. Das ist, ja, da müssen wir wahrscheinlich dann doch noch die Maternistraße dazu mieten für das Amt für Schule und Bildung. Ja? Jedenfalls, Chancengleichheit. Strukturen schaffen, die soziale Ungleichheit verhindern. Jetzt ist erstmal die Frage, wie definiert sich überhaupt soziale Ungleichheit? Ne? Alle Menschen gleich machen? Also so wie in George Orwells 1984? Könnte sein, wer weiß. Was wird eigentlich gefordert? Ganz typisch für so einen Antrag, rot, schwarz, grün, mehr Personal, was sonst? Denn der Gedanke ist so frohlockend. Mehr Personal, möglichst von eigenen Verbänden. Und nicht wahr, liebe Vertreter aus dem Jugendhilfeausschuss, soll die sozialen Schieflagen kaschieren. Beseitigt wird damit nichts außer unsere Liquidität. Macht nichts, das Geld sparen wir dann bei Sportstätten oder Infrastruktur oder eben beim Zuschuss fürs Mittagessen. Das Erschreckende ist doch aber, Sie wissen ganz genau, wo das Problem liegt, aber machen einen großen Bogen drum. Ja? Wenn Ihre hier und auch, ja, und auch in Vorlagen der Stadt angepriesenen Vorgehen Erfolg hätte, ja, warum sind dann die gebrauchten Bundesländer seit Jahrzehnten relativ erfolglos mit den gleichen Problemlagen? Ja? Es sollen ja die gleichen Probleme wieder erfasst werden, wieder erörtert werden. Und sind die gebrauchten Bundesländer erfolgreich damit gewesen, mit dem, was wir machen, was wir jetzt kopieren sollen? Das ist ja eigentlich die Vorlage hier. Ja? Machen Sie keinen Bogen um den im Raum stehenden Elefanten. Helfen Sie den Kindern wirklich. Denken Sie an sozialräumliche Verteilung. Das ist auch immer wieder ein Thema im Jugendhilfeausschuss, sozialräumliche Verteilung. Ja? Dies geht über Wohnungszuweisungen, über Kindergarten, über die Grundschule bis zur weiterführenden Schule. Darüber muss gesprochen werden. Aber nicht, ob man irgendwie, irgendwas, irgendwo, eventuell mit noch mehr Personal in der Verwaltung und eventuell noch mehr irgendwie, irgendwo, dass wir Leute mehr unterkriegen. Vielleicht bräuchten wir dann noch Rathaus Nummer 3, nachdem wir Nummer 2 dann fertig gebaut haben. Ich weiß es nicht. Deswegen bitte lehnen Sie dieses bürokratische Monster ab, da es nicht den Kindern und Jugendlichen hilft, sondern mehr Verwaltung und Unterbringung von Kostgängern mit sich bringt. Des Weiteren ist auch der Antrag aufgrund nicht korrekter Schreibweise zurückzuweisen. Es gibt keine Personenbezeichnung mit Doppelpunkt im Wort. Als nächstes CDU-Fraktion, Herr Dietze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, mit 21 Beschlpunkten auf 5 Seiten, es ist schon gesagt worden, ein wahres Papiermonster. Ich habe trotz des Titels weitergelesen und dann bin ich auf die, ich nenne es jetzt mal Präambel gestoßen. Eine gute Bildung von der Kita über die Schule bis in den Beruf und im lebenslangen Lernen ist der beste Integrationsfaktor. Chancengleichheit ist das zentrale Ziel der kommunalen Bildungsarbeit. Diese muss ganzheitlich auf ganze Stadt betrachtet werden, damit alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen oder geografischen Herkunft oder ihren individuellen Stärken und Herausforderungen in allen Stadtteilen die besten Bildungschancen erhalten. Ich fasse das mal zusammen. Herkunft und Wohnort bestimmen den Bildungsgrad, dagegen muss man was tun. Als dieser Antrag im Februar gestellt wurde, hatte bereits die Verwaltung angekündigt, die Vorlage zur Fortschreibung der kommunalen Bildungsstrategie der Landeshauptstadt Dresden noch vor den Sommerferien vorzulegen. Dies ist inzwischen geschehen. Gerne zitiere ich auch aus dessen Präambel. Kinder betreten das Bildungssystem mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, die nach wie vor stark von der sozialen Herkunft abhängen. Verschiedene Studien zeigen den starken Zusammenhang zwischen der sozialen Lage und der Entwicklung von Kindern, wobei sich bereits im Bereich der frühkindlichen Bildung der Einfluss sozialer Disparität deutlich nachweisen lässt. Dies ist umso dramatischer, als es die Erkenntnis nicht sonderlich neu ist. Bildungsgerechtigkeit kann noch immer als größte Herausforderung in unserem Bildungssystem angesehen werden. Ich fasse auch das wieder zusammen. Herkunft und Wohnort bestimmen den Bildungsgrad.
Dagegen muss man was tun. Klingt zum Verwechseln ähnlich und verdeutlicht, was der Antrag letztendlich ist. Nämlich eine zweite Fortschreibung der Bildungsstrategie. Insofern ist dann weder der Umfang noch die inhaltliche Breite verwunderlich. Datenbasierte Sozialraumanalyse, die Zusammensetzung des Bildungsbeirates, die Einbeziehung der Planungskonferenzen der Fachämter, die Eruierung technischen Equipments fürs häusliche Lernen, der Einsatz von Sprach- und Integrationsmitteln, die Förderung der Medienkompetenz und sogar das Konzept gegen Bewegungsmangel von Kindern sind bedacht. Das alles mag in guter Absicht verfasst sein, läuft aber auf ein was hinaus, der Verwaltung umfassend vorschreiben zu wollen, wie sie ihre Arbeit zu machen hat. Ganzheitlich und global wurde ja auch schon benannt. Das ist genau das Ansinnen. Das hat sie aber aus unserer Sicht bereits sehr gut getan. Die Ladenlage der Bildungsstrategie zeigt ein verlässliches Bild auf, in welchen Stadtteilen Segregationsgefahr besteht und mit den Familienhäusern, F1, Kindertageszentren, Familienklassenzentren und Familiengrundschulzentren eine gute Antwort auf bestehende Probleme gegeben. Nun mag nicht jedem die Datenlage dicht genug, die wissenschaftliche Fundierung ausreichend, die Vernetzung mit anderen Konzepten nicht hoch genug und die Antwort auf Segregation nicht gut genug sein. Für uns ist sie das und wir werden daher einer Fortschreibung der Bildungsstrategie 2 nicht zustimmen. Danke. Wird Fraktion Die Linke das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Dann für Freie Wähler, Freie Bürger, Frau Wendt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich kann mich jetzt schon ganz schön wundern über einige meiner Kollegen hier im Stadtrat. Als Frau Frohwieser angefangen hat zu reden, war eine heillose Unruhe. Das zeigt wieder mal, was das Thema Bildung uns wert ist. Und das kann ich so nicht akzeptieren. Punkt 1. Punkt 2. Wenn man einen Antrag vorliegen hat, der auch ein paar Seiten umfasst, kann ich das erwarten, dass das auch Stadträte lesen. Sie werden es nicht glauben, ich lese sogar ganze Bücher und bin nicht überfordert. So. Und wenn ich mir diesen Antrag vorlese und ich habe mich nicht abschrecken lassen, dann kann ich nur sagen, die SPD hat sich viele gute Gedanken gemacht. Die SPD hat hier geguckt, wie ist es denn in den Schulen? Was gibt es denn für Probleme? Und ich kann in keinster Weise sehen, wo dieser Antrag an irgendeiner Stelle der Verwaltung Vorschriften macht. Ganz im Gegenteil, der wirft Probleme auf. Es geht um Chancengleichheit, Schulsekretärin, Schulgesundheit. Ich möchte mal all diejenigen bitten, die sich anmaßen, beurteilen zu wollen, mal in eine Schule zu gehen, mitten am Tag, am Vormittag. Dann kommt nämlich, sobald der Unterricht anfängt, 7.30 Uhr das erste Kind. Ich habe Bauchschmerzen, das taucht bei der Sekretärin auf. 10 Minuten später kommt das nächste Kind, mir läuft die Nase. Dann haben wir ein Kind, das hat Diabetes, der Zucker saust ab. Das müssen alles die Sekretärinnen abhalten. Und ich weiß nicht, ich finde diesen Weg, das Schulsekretariat auszubauen und in Fokus zu nehmen, äußerst wichtig. Und auch die Gemengelage, wir haben zunehmend Kinder mit Epilepsie, Diabetes, mit Panikattacken, auch mit einer Schulgesundheit ordentlich zu unterstützen. Wir haben das Ganze ideologiefrei hier betrachtet und wir haben den Antrag in verschiedene Punkte unterteilt. Wir wollen nachher, ich sage gleich noch was dazu, punktweise und die punktweise in bestimmten Bereichen abstimmen. Und zwar ist aus unserer Sicht, wäre es wichtig, dem gesamten Block Römisch 1 abzustimmen, Herr Oberbürgermeister. Das wäre sehr schön, da haben wir eine einheitliche Meinung zu Gesamt 1, Römisch 2 dann gesondert abzustimmen und dann unter Römisch 3 die Punkte 2, 7, 8, 11, 12 separieren und den Rest quasi im Block abzustimmen. Die vielen, vielen Punkte könnten in Angriff genommen werden. Wir hätten ja eigentlich Geld, hätten wir uns auf einen 6. Bürgermeisterposten plus beschränkt. Das wäre 1 Million, die wir schon ausgeben hätten können.
So, damit wären wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung. Und da haben wir vorliegen einen Ersetzungsantrag. Und ich würde das jetzt so machen, dass ich Ihnen, so wie das jetzt beantragt war, in diesen Segmenten abstimme. Wird da irgendwas davon dann positiv votiert oder alles, dann ist das das, was beschlossen ist. Sollte nichts von dem positiv votiert werden, würden wir dann über den ablehnenden federführenden Ausschussbericht abstimmen. So, wer dem Punkt des Ersetzungsantrages SPD Römisch 1 seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. (lacht) 36 Ja, 29 Nein, wäre so beschlossen. Wir kommen zum Kapitel Römisch 2. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Oh, jetzt. (lacht) 33 Ja Stimmen, 32 Nein Stimmen, keine Enthaltung. Wer damit so zugestimmt? Wir kommen in Römisch 3. Ich hoffe, ich habe alles schnell genug mitgeschrieben. Zunächst über die Punkte 2, 7, 8, 11 und 12 zur Abstimmung. Und dann würde ich den Rest machen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. (36 Ja, 29 Nein, keine Enthaltung. Wäre so angenommen. Und jetzt kämen wir zu den noch verbleibenden Punkten unter Römisch 3. Den darf ich jetzt zur Abstimmung erstellen. Hier 33 Ja, 32 Nein, keine Enthaltung. Das bedeutet in der Endkonsequenz, dass der Ersetzungsantrag komplett angenommen ist. Das ist dann vieles immer die Konsequenzen des Rates.